Ich konnte das noch nie ertragen. Mord ist abscheulich, aber Selbstmord ist traurig. Haben Sie das gelesen? Ich hab's zumindest überflogen. Das hat man mir gegeben. Es steht alles drin, was man wissen muss. Weiblich, weiß, Pianistin, geboren in Kenosha, Wisconsin, das haben Sie mir gegeben. Und was habe ich in Ihrem Schreibtisch gefunden? Miss Wells London, Miss Wells Paris. Miss Wells, Miss Wells, Miss Wells. Genial, begabt, talentiert, meisterhaft, fantastisch, großartig, imposant. Und was bekomme ich hier für Angaben? Weiblich, weiß, Pianistin, geboren in Kenosha, Wisconsin. Ich sehe mir Ihren Schreibtisch an und finde Bilder. Sie muss eine wundervolle Frau gewesen sein. Allein die Augen. Bemerkenswert. Genauso, wie sie beschrieben ist. Weiblich, weiß, Pianistin, geboren in Kenosha, Wisconsin. Sie hatte keine gefärbten Haare, keinen Lippenstift und wenig Make-up. Eine gut aussehende Frau mit glänzender Zukunft. Es gibt Zeitungsberichte über ihren gesellschaftlichen Umgang. Viel Prominenz. Künstler, Wissenschaftler, Manager, Politiker. Was kann da noch fehlen? Ich weiß nicht. Ganz einfach. Ein Mann. Ein Freund. Irgendjemand. Frauen wie Sie können gar nicht allein bleiben. Mit diesen Augen. Ich kann nichts dafür. Jedes Mal, wenn ich eine Leiche finde, denke ich, es war Mord. Es will mir nicht in den Kopf, dass jemand sich selbst umbringt. Jedenfalls nicht diese Frau, das glaube ich nicht. Wundervolle Augen. So bin ich eben. Ich finde, jeder sollte so alt wie möglich werden. Entschuldigen Sie mich. Stimmt was nicht, Inspektor? Wie? Ich meine da draußen. Ich wollte nur nach meinem Hund sehen, er sitzt im Wagen. Haben Sie gelesen, was sie geschrieben hat? Die Nachricht in der Schreibmaschine? Ah. Ja, die habe ich gelesen. Gibt's Fingerabdrücke? Darum wollte ich mich gerade kümmern. Ah, dann fangen Sie mal an. Und Sergeant, berühren Sie bloß nicht das Papier. Nein. Lassen Sie es genauso, wie es ist. Sicher, natürlich. Gut. Kein Zutritt, tut mir leid. Ich bin Alexander Benedict. In Ordnung, Officer. Miss Wells sollte heute Abend mit den Philharmonikern auftreten. Hallo? Ich bin der Leiter dieses Orchesters. Wir sind tief bestürzt über das, was hier vorgefallen ist. Ich bin Sergeant Meyer. Oh, angenehm. Können Sie uns irgendwas über Miss Wells erzählen? Nein, nichts, was Ihnen weiterhelfen würde, Sergeant. Ich habe Sie nur als Künstlerin gekannt. Um welche Zeit hätte sie erscheinen müssen? Gegen 7:30 ungefähr. Wir haben versucht, sie anzurufen. Es war ständig besetzt. Die Vermittlung hat den Anschluss überprüft, es war niemand in der Leitung. Also hat mein Assistent William Johnson bei Ihnen angerufen, das ist alles. Sergeant, die Zentrale. Entschuldigen Sie bitte. Ja, natürlich. Haben Sie was gefunden? Nein, meine Blume ist runtergefallen, als ich den Mantel ausgezogen habe. Die Nadel ist verbogen. Ich bin Inspektor Columbo. Ich bin ein Fan von Ihnen. Ich habe Sie immer bewundert. Am besten gefällt mir Ihr neuestes Album. Ja, vielen Dank. Sie haben also eine Vorliebe für meine Klavierkonzerte. Nein, 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 ich meine die Platte mit den Straußwalzern. Die Blaue Donau. Wissen Sie welche? Ja, die hatte ich vergessen. Oh, meine Frau und ich, wir lieben diese Platte. Wir haben sie schon sehr oft gehört. Aber sie macht uns immer wieder Freude. Danke für das Kompliment, Inspektor. Ja. Was könnte Miss Wells für einen Grund gehabt haben, sich das Leben zu nehmen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Dazu kannte ich sie viel zu wenig. Ich meine privat. Vorhin haben Sie erwähnt, dass Miss Wells um 7:30 in der Philharmonie sein wollte. Wann sind Sie angekommen, Sir? So etwa gegen 5:30, ungefähr. Meine Frau hat mich gefahren. Sie fahren nicht selbst? Doch, natürlich, sonst immer. Mein Wagen wird nämlich gerade repariert. Warum fragen Sie? Ich versuche, einen Zeitplan aufzustellen. Es könnte mir helfen, das alles besser zu verstehen, wissen Sie? Lassen Sie mich durch! Er ist ein Freund von mir. Schon gut, Officer. Paul. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es einfach nicht verstehen. Wieso? Sag mir einen Grund dafür. Wieso? Paul, ich weiß, du hast sie gut gekannt, aber das ist kein Grund, sich so aufzuführen. Das würde sie niemals tun. Niemals! Das würde sie nicht. Komm zu mir und wir reden. Einverstanden? Wir reden morgen darüber. Geh jetzt nach Hause. Ja, gut. Wenn Sie meinen, dass ich Ihnen noch irgendwie behilflich sein kann, Inspektor, Sie brauchen mich nur anzurufen. Es hat mich sehr gefreut, Sir. Ebenfalls. Wiedersehen. Warum hat sie es getan, Mr. Benedict? Es gibt nur eins, was ich dazu sagen kann. Die Musikwelt hat einen tragischen Verlust erlitten. Jennifer Wells war eine hochbegabte und sensible Künstlerin. Das ist alles. Ich danke Ihnen, meine Herren. Ah.
Hallo. Ist das etwa Ihr Hund? Ja, das ist meiner. Wie würde es Ihnen gefallen, so eingesperrt zu sein? Man kriegt keine Luft, wenn die Fenster zu sind. Aber sonst könnte er weglaufen. Dann lassen Sie es wenigstens ein bisschen offen. Das ist eine sehr gute Idee. Weißt du, ich habe noch nie einen Hund gehabt und deswegen kenne ich mich nicht so genau damit aus. Ich danke dir für den Tipp. Miss, wie ist dein Name? Willst du es mir nicht sagen? Also, ich bin Inspektor Columbo. Ich heiße Audrey, wenn das so wichtig für Sie ist. Und du wohnst hier in der Gegend? Ja, aber bevor Sie mich verhören, müssen Sie mir meine Rechte vorlesen. Ich glaube, das verwechselst du. Deine Rechte muss ich dir nur vorlesen, wenn ich dich verhafte. Aber das ist weder eine Verhaftung noch ein Verhör. Ich will mich nur mit dir unterhalten. Hast du vielleicht Miss Wells gekannt? Natürlich, sie war meine Freundin. Wenn sie Konzerte gegeben hat, habe ich immer auf Chopin aufgepasst. Wer ist Chopin? Na, ihr Vogel. Der Kakadu. Ist er denn nicht da gewesen? Oh doch, jetzt erinnere ich mich. Chopin war ein Komponist. Sie hat viel von ihm gespielt. Deswegen heißt der Vogel so. Ich verstehe. Also, Audrey, es war nett, mit dir zu reden. Und ich verspreche dir, meinen Hund jetzt besser zu behandeln. Wie heißt er? Ich habe noch keinen Namen für ihn. Was hältst du von Fido? Darüber würde ich keine Sekunde nachdenken. Beethoven. Möchtest du gerne Beethoven heißen? Anscheinend nicht. Janice? Janice? Ich habe noch nicht geschlafen. Wie war's? Viel Polizei. Deprimierend. Ich dachte, du gehst auf die Party. Mir war nicht danach. Was ist denn? Hast du eine Schlaftablette genommen? Ja. Vor einer Viertelstunde. Sie fängt gerade an zu wirken. Dann lass uns nach oben gehen. Alex, wie gut hast du sie gekannt? Das weißt du doch. Das weiß ich eben nicht. Was willst du mir damit sagen? Oh, es ist nichts. Also los, frage mich. Ich weiß sowieso, was du mich fragen willst. Die Antwort ist nein. Wir haben nicht miteinander geschlafen. Du weißt, an erster Stelle steht mein Grundsatz, vermeide Komplikationen mit Mitarbeitern. Und an zweiter Stelle, wer kommt da? Du stellst dir immer vor, ich würde mich durch sämtliche Betten dieser Stadt schlafen. Das habe ich nie getan. Oh, Alex, erzähl mir nichts. Ich kenne dich zu gut. Warum glauben eigentlich alle, dass sie mich kennen? Sie sehen doch nur, was sie sehen wollen. Jeder greift sich heraus, was ihm am besten passt. Aber ich bin nur ich selbst. Sieh mich an. Das bin ich. So einfach ist das. Was hat sich abgespielt? Glaubst du, wir hatten eine Affäre und deswegen hat sie sich umgebracht? Nein, 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 natürlich nicht. Manchmal weiß ich einfach nicht mehr, was ich glauben soll. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich möchte nur die liebe kleine Jenny sein, die süße kleine Jenny. Aber ich bin schrecklich, wie die Sachen, die ich denke. Erzähl mir davon. Das kann ich nicht. Wieso? Warum hast du mich geheiratet? Manchmal frage ich mich, warum du ausgerechnet mich geheiratet hast. Ich bin nicht talentiert, ich bin ein Nichts. Warum mich? Nur aus einem Grund. Aus welchem? Ich liebe dich. Guten Tag. Ist Mr. Benedict zu Hause? Herr Musiker? Nein, Inspektor. Wie bitte? Polizeibeamter. C-O-L-U-M-B-O. Das bin ich. Oh, kommen Sie rein, bitte. Sie sind nicht Musiker. Sie warten hier. Mr. Benedict! Mr. Benedict! 仕事できないのよ。こんな時にお客さん来ても困っちゃうんだよね。仕事にならないんだから。Nur keine Aufregung. Schon Sie Ihre Nerven. Es tut mir leid, Sie zu stören, aber ich bin gestern leider nicht dazu gekommen, Sie das zu fragen, was ich Sie eigentlich fragen wollte. Selbstmord ist so etwas Deprimierendes. Ich war gerade in der Gegend und, nein, das stimmt nicht. Ich bin Ihretwegen hergefahren. Ich will nicht aufdringlich erscheinen. Also gut, gehen wir ins Wohnzimmer, das ist bequemer. Ja, warum nicht? Ich gehe da nicht rein, ich mache immer nur Unordnung. Ich habe eine Frau und ich weiß, wie das ist. Keine Frau mag Besuch ohne Voranmeldung. Ich habe es gestern einfach nicht geschafft, Ihnen diese Frage zu stellen. Fragen Sie. Ein wunderbares Haus. Wirklich, Sir. Danke, es gefällt uns auch. Könnte ich da mal reinsehen? Nur für eine Sekunde. Ja, natürlich.
Ein Wohnzimmer von der Größe sieht man selten. 7 mal 10 Meter. Und das Esszimmer hat mindestens die Hälfte, schätze ich mal. Es gibt überall Fenster. Ideal. Das ist ein Traumhaus. Ja, das könnte sein. Sind Sie aus New York? Ich bin da geboren. Man lebt hier besser, nicht? Es ist sehr viel angenehmer. Darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen? Bitte? Wie viel Steuern zahlen Sie für das Haus? $18.000 jährlich. 4 mal 8, die 32 im Sinn, plus 40 und eine 0 dranhängen. Ihr Haus ist 720.000 wert. 750.000. Kann ich das aussehen? Ja, nur zu. Sagen Sie, wie sind Sie eigentlich auf die Zahl gekommen, Inspektor? Oh, das war eine einfache Rechnung, nichts Besonderes. Ich bin kein Sachverständiger, falls Sie das meinen. Darf ich Sie noch was fragen? Sicher, ja. Wie teuer war die Einrichtung? 100.000, 200.000, vielleicht auch mehr. Sagen wir 200.000 ungefähr. Also 200. Kann ich Sie etwas Persönliches fragen? Ja. Gibt es etwas Bestimmtes, worüber Sie mit mir reden wollen? Ich komme gleich drauf. Ich meine, Geld hat doch etwas Faszinierendes. Ja, faszinierend ist vor allen Dingen, was man damit machen kann. Ja, ja. Ich wollte Sie fragen, Sir, wie viel verdienen Sie so im Jahr? Ich glaube nicht, dass Sie das etwas angeht. Sie sind ziemlich indiskret. Tourneen? Weiß ich nicht. Konzerte? Ich weiß nicht. Plattenverkäufe? Keine Ahnung. Etc., etc. Ich habe ein Gehalt von $11.000. Wenn ich von 11.000 ausgehe und für dieses Haus 750.000 bezahlen muss, 80.000 für die Steuer, 200.000 für die Einrichtung, wie viele Angestellte haben Sie? Ich habe 4 und einen Gärtner. Sie haben das Haus, die Angestellten und so weiter und so weiter. 11.000 im Jahr, das macht in 10 Jahren 110.000, in 100 Jahren etwa 1,1 Million Dollar. Hierfür brauche ich circa 1 Million. Das heißt, ich muss knapp 91 Jahre arbeiten, ohne was zu essen. Worauf wollen Sie hinaus? Ach ja, ich bin vom Thema abgekommen. Ich war so mit Ihrem Haus beschäftigt. Ich habe Ihnen doch erzählt, wie sehr meine Frau und ich Sie bewundern. Nun, Sie wissen ja, wie eitel Frauen sind. In meinem Beruf trifft man die unterschiedlichsten Menschen. Der eine Inspektor kommt mit dem an, der andere bringt gleich 3 oder 4 auf einmal mit nach Hause. Und wenn die Frauen sich dann mal treffen, sagen sie, ich habe einen Schauspieler, ich habe einen Staatsanwalt. Also habe ich mir gedacht, es wäre nett, wenn meine Frau einen Dirigenten hätte. Können Sie Ihr Autogramm haben? Bitte. Was soll ich schreiben? Schreiben Sie nur Ihren Namen, das reicht. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu lange aufgehalten. Hallo, Maestro. Hallo, Mike, mein Guter. Wie geht's Ihnen heute? Danke. Ist er fertig? Ja, steht da drüben, danke. Wer ist das? Weiß ich nicht. Er hat gesagt, er ist ein Freund von Ihnen. Inspektor? Oh. Hallo, Maestro. Wie geht's Ihnen? Ich danke gut. Gedacht, das ist ein fantastischer Wagen, ein Meisterwerk der Technik. Ich meine, allein das Gefühl, hier drin zu sitzen, ist unglaublich. Das beste Leder, der feinste Samt und überall poliertes Holz. Ich wollte schon mein ganzes Leben so einen Wagen. Natürlich geht das nicht bei meinem Gehalt, also das können Sie vergessen. Also dieser Wagen... Ich kann Sie sehr gut verstehen, aber ich muss heute noch arbeiten. Oh ja, Entschuldigung. Also, dieser Wagen ist ein Schmuckstück. Ja, er hat auch eine Kleinigkeit gekostet. Was war kaputt? Oh, so ein Sportwagen ist sehr sensibel. Er braucht viel Fürsorge. Deswegen habe ich Mike. Er ist ein technisches Genie. Inspektor, Sie sind doch nicht hier, um den Wagen zu bewundern, hm? Nein, natürlich nicht. Ich will ganz ehrlich zu Ihnen sein. Ich bin hergekommen, weil ich mit Ihnen sprechen wollte. Also gut, reden wir. Ich bin immer noch sehr bestürzt über diesen Selbstmord. Das geht mir genauso. Ich habe die halbe Nacht wachgelegen. Die Sache geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Ich finde keine Erklärung dafür. Was ist der Grund? Warum? Wieso hat sie das getan? Sie war jung, schön, talentiert. Sie hatte alles, was man sich wünschen kann. Warum sollte sich Jennifer das Leben nehmen? Ich habe sie nicht sehr gut gekannt. Aber ich weiß einiges über Künstler. Künstler sind sehr sensible Menschen. Man weiß nie, wie sie reagieren. Sie sind oben, dann kommen sie langsam runter und wieder rauf. Aber wenn sie immer tiefer fallen und fallen, 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 dann verwirrt sie das. Sie können damit nicht mehr umgehen. Es gibt Künstler, die zerbrechen daran. Und wir bemerken es erst, wenn es zu spät ist. Ja. Sie klingen nicht besonders überzeugt, Inspektor. Doch, doch. Ja, ich denke, Sie haben recht damit. Ich habe natürlich auch meine ganz persönliche Meinung. Darf ich Ihnen etwas sagen? Ja. Es ist nur eine Theorie. Eine Idee. Was ist, wenn es gar kein Selbstmord war? Das ist sehr merkwürdig, weil ich wollte Ihnen gerade sagen, dass ich... Ich habe auch fast die ganze Nacht wachgelegen und mir dasselbe überlegt. So ein Zufall. Ja, aber ich habe es wieder verworfen. Aus welchem Grund?
Selbstmord ist so eine vielschichtige und ungemein komplizierte Angelegenheit, dass wir einfach nicht bereit sind, so etwas in unserem normalen Alltagsleben zu akzeptieren. Aber es passiert immer wieder, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Und wenn so viel darauf hindeutet wie in diesem Fall, dann gibt's keine andere Möglichkeit. Das heißt, sie hat das Gas aufgedreht, dann ist sie ohnmächtig geworden, vom Stuhl gefallen und hat sich den Kopf angestoßen. Ja, aber so muss es nicht gewesen sein. Vielleicht ist sie geschlagen. Das ist nur eine Vermutung, nehme ich an. Richtig. Sehr schwer zu beweisen. Wissen Sie, was mir Kopfzerbrechen macht? Ein kleines Mädchen aus der Nachbarschaft. Sie hat mir etwas erzählt, was ich mein ganzes Leben lang... Sind Sie nicht wundervoll? Früher haben Sie Autos gebaut und jedes hat ausgesehen wie eins von diesen. Hier sehen Sie sich die Linien an. Mit Speichenrädern. Ist das nicht ein Schätzchen, ja, ein schönes. Schade, dass Sie sowas nicht mehr bauen. Das hat Klasse. Wirklich schade. Finde ich auch. Es ist nicht mal. Wo waren wir stehen? Sie wollten etwas von einem Mädchen erzählen. Wie konnte ich das vergessen? Naja, nicht so wichtig. Da war also dieses Mädchen. Ja, sie hat mir erzählt, dass Jennifer ihre Freundin war. Und außerdem hat sie auf Chopin aufgepasst. Chopin? Das war der zahme Vogel. Der Kakadu. Ah. Hat sie nie erwähnt? Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. Sie werden es vergessen haben. Macht nichts. Sie hatte also diesen zahmen Vogel. Das ist erstaunlich. Wieso? Was ist daran erstaunlich? Sie hatte den Vogel schon seit Jahren. Solche Tiere hält man sich nur, wenn man sie auch liebt, weil sie einem immer Ärger machen. Glauben Sie mir. Das ist es, was ich nicht verstehe. Warum hat sie ihren Vogel nicht freigelassen, bevor sie das Gas aufgedreht hat? Sie war eben verwirrt und hat es vergessen. Was ist mit dem Abschiedsbrief? Das ist auch so etwas Merkwürdiges. Diese Briefe werden nach unseren Erfahrungen fast immer mit der Hand geschrieben. Aber der war getippt. Sie hat alles getippt. Ich muss gehen. Woher wissen Sie das? Kommen Sie mit, ich erkläre es Ihnen. Also, woher wissen Sie das? Sie hatte die unmöglichste Schrift, die man sich vorstellen kann. Sie konnte sie nicht mal selbst lesen. Sie hat sogar ihre Notizen für die Proben getippt. Ah, oh. Sie haben doch Ihre Schreibmaschine auf Fingerabdrücke untersucht. Ja, wir haben nur Ihre eigene gefunden. Sehen Sie? Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich jetzt fahre. Ich bin spät dran. Oh. Wissen Sie, es hat mich wirklich gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich ein wenig mit mir zu unterhalten. Es tut gut, jemanden zu haben, mit dem man einfach mal die Gedanken austauschen kann. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich, über Selbstmord nachzudenken. Für jeden. Ich kann nicht verstehen, was sie für Gründe hatte, sich umzubringen. Aber was gibt es für ein Motiv für jemand anderen, sie zu ermorden? Da haben Sie recht. Das verstehe ich auch. Es tut mir wirklich leid für Sie, Inspektor. Viel Glück. Vorsicht. Wiedersehen, Inspektor. Entschuldigung. Würde es Ihnen etwas ausmachen, einen Blick auf meinen Wagen zu werfen? Nein. Danke. Man könnte fast neidisch werden, wenn man diese wunderbaren Autos sieht. Ja, alles Sammlerstück. Der da ist meine große Liebe. Mhm. Der könnte mir auch gefallen. Ein wunderbarer Wagen. Er ist ein Traum. Ja. Da ist er. Das ist Ihr Auto? Ja, natürlich, das ist mein Auto. Und was genau ist das Problem? Ich glaube, der Motor hat Aussetzer, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnten auch die Stoßdämpfer sein, wissen Sie? Er fährt sich ziemlich holprig. Ich lasse ihn jetzt mal an. Machen Sie die Haube auf. Das ist natürlich etwas ganz anderes als der Wagen von Mr. Benedict. Es gibt gewisse Unterschiede. Was hatte er für Probleme? Nichts Ernstes, hoffentlich. Nein. Nur ein paar Geräusche, aber das ist ganz normal. Hm. Wissen Sie schon, was es ist? Was würden Sie von einem neuen Wagen halten? Nein, danke. Ich habe schon zwei Autos. Das von meiner Frau ist nichts Besonderes. Sie fährt damit zum Einkaufen. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Aber ich repariere nur ausländische Wagen. Das ist doch einer. Ja, ich weiß, aber... Es hat alles seine Grenzen. Eine Frage. Entschuldigung, aber mich würde interessieren, Sie haben hier eine ganze Menge von diesen wertvollen Autos. Was machen Sie nachts mit ihnen? Lassen Sie die alle einfach draußen stehen? Nicht die Autos von Kunden, die schließe ich in der Werkstatt ein. Oh, ich verstehe. Sie lassen nur Ihre eigenen Autos draußen, die Sie verkaufen wollen. Genau. Wiedersehen. Ihr Lieblingstisch, Sir. Everett! Was für ein schöner Zufall, Sie hier zu treffen. Ich esse meistens hier, Liz. Guten Tag, Janice. Hallo. Bill Durkee kennen Sie ja wahrscheinlich. Mrs. Fielding? Von der Nachrichtenagentur, natürlich. Tag, hallo. Mrs. Benedict.
Liz, es tut mir wirklich leid um diese Miss Wells. Man hat mich gestern noch angerufen, aber ich war draußen auf der Yacht. Wissen Sie etwas Näheres über den Selbstmord, Mrs. Benedict? Das Motiv würde uns am meisten interessieren. Ich? Nein, ich kannte sie gar nicht. Woher soll ich das wissen? Vielleicht hat Ihr Mann eine Vermutung geäußert. Sie war so ein großes Talent. Sie wird uns allen sehr fehlen. Oh, dabei fällt mir etwas ein. Ich habe als erstes heute Morgen meiner Sekretärin einen Brief diktiert. Ich bitte darin den Vorstand der Philharmoniker um die Zustimmung, dass eine Stiftung eingerichtet wird, das Jennifer Wells Stipendium. Wie gut, dass wir uns zufällig getroffen haben. Was denken Sie? Gute Idee. Ich werde dafür sorgen, dass man es veröffentlicht. Darf ich den behalten? Ja, sicher. Mal was anderes als diese ewigen Klatschgeschichten. Auch sowas muss geschrieben werden. Für einen Reporter ist es immer eine gute Gelegenheit, wenn ein Prominenter... Ich finde, es ist angebracht, dass wir diese unerfreulichen öffentlichen Spekulationen beenden. Auch im Interesse unserer geschätzten philharmonischen Gesellschaft. Wissen Sie, Mr. Durkee, Miss Wells war nicht gerade... Ich meine, sie gehörte nicht zu unseren Kreisen. Sie war noch neu in der Stadt. Und niemand weiß über ihr Vorleben Bescheid. Ich verstehe Sie, Lissy. Und ich bin auch noch im Vorstand, wie Sie wissen. Wir kümmern uns um die Angelegenheit. Nur keine Sorge. Auf Wiedersehen, Janice. Auf Wiedersehen. Und guten Appetit. Ihnen auch. Also deswegen wolltest du hierher gehen? Vor allen Dingen wegen Alex. Ich will vermeiden, dass irgendwelche Reporter ihn verärgern. Wir stehen vor einer sehr wichtigen Saison, wie du Mutter, hast. Wie war sie eigentlich? Wer? Diese Miss Wells? Sie konnte ihren Chopin. Aber sonst, ich denke, technisch war sie noch nicht ganz perfekt. Nein, ich meine, was war sie für ein Mensch? Könnte es sein, dass sie zum Beispiel eine ganz besondere Wirkung auf manche Männer hatte? Warum willst du das wissen? Ich halte die Frage für überflüssig. Sie war nichts weiter als eine Pianistin. Und alles andere ist uninteressant für uns. Ich bestelle jetzt das Essen. Ich habe mich zuerst nicht getraut, ich meine, ihren Flügel zu benutzen, aber dann konnte ich einfach nicht widerstehen. Schon als Kind wollte ich immer Klavier spielen lernen, aber wir konnten uns keins leisten. Sie spielen wunderbar. Es wird langsam besser. Ich habe das zum letzten Mal gehört, als ich ein kleiner Junge war. Tatsächlich? Ich glaube, Sie haben seherische Fähigkeiten. Niemand würde mich jetzt hier vermuten. Wie haben Sie mich gefunden? Oh, ich habe Ihre Frau angerufen. Sie war sehr freundlich am Telefon. Oh ja, so ist sie. Immer hilfsbereit und zuvorkommend. Also, Columbo, was kann ich diesmal für Sie tun? Tja, wir haben doch neulich über diesen Abschiedsbrief gesprochen. Sie werden sich erinnern und ich habe hier etwas, wovon ich denke, dass Sie sich vielleicht mal ansehen wollen. Das ist die Schreibmaschine, die von Jennifer Wells. Ja, woher wissen Sie das? Oh, ich habe es nur vermutet. Ich war auch da an dem Abend. Erinnern Sie sich? Oh, Sie waren ein sehr guter Beobachter. Danke für das Kompliment. Schreiben Sie oft auf einer Maschine? Nein, so gut wie nie. Wissen Sie, ich habe eine Sekretärin, die erledigt das für mich. Also gut. Ich führe Ihnen jetzt vor, was ich meine. Und sobald Sie etwas nicht verstehen, sagen Sie sofort Bescheid. So machen wir es. Ist gut. Es ist sehr kompliziert. Ich muss mich selbst erst reinfinden. Jemand spannt ein Blatt Papier in die Schreibmaschine und tippt etwas. Dann nimmt er es heraus und legt es neben die Maschine. Jetzt fällt ihm plötzlich ein, er will noch was hinzufügen. In Ordnung? Er nimmt das Papier, spannt es wieder in die Schreibmaschine und bewegt das Blatt so lange, bis sich die Zeilen wieder genau an der gleichen Position befinden, an der sie vorher waren. Können Sie mir folgen? Ohne Schwierigkeiten. Gut, sehr schön. In Ordnung. Das ist wichtig. Also, das Problem ist, wenn Sie einen Buchstaben überschreiben wollen, ganz exakt, dann landen Sie immer ein bisschen daneben. Kommen Sie, ich führe es Ihnen vor. Wenn ich es Ihnen zeige, dann verstehen Sie, was ich meine. Ich nehme den Buchstaben S und ich tippe ihn über das vorhandene S. Sehen Sie? Verstehen Sie jetzt, was ich meine? Das neue S passt nicht auf das alte S. Das liegt daran, dass Sie das Papier beim zweiten Mal falsch eingespannt haben. Dieses Blatt Papier wurde gar nicht rausgenommen. Wir haben es nicht mehr angefasst. Ich verstehe. Mal sehen, ob ich auch verstehe, was Sie daraus für Schlüsse ziehen. Sie denken also, das Blatt wurde beschrieben, herausgenommen und wieder eingespannt. Genau das denke ich, Sir. Leider gibt's Probleme mit der Theorie. Warum würde eine Frau, die Selbstmord begehen will, einen Abschiedsbrief schreiben, ihn aus der Maschine ziehen und wieder einspannen? Ich weiß es nicht. In Ordnung. Angenommen, sie hat ihn gar nicht geschrieben. Angenommen, ein anderer hat den Brief geschrieben. Also gut, wer war's dann? Es war ihr Mörder. Es klingt fast so, als wären Sie überzeugt von dem, was Sie da gerade sagen. Nach den Indizien zu urteilen, muss man hier mit großer Wahrscheinlichkeit von einem Mordfall ausgehen, ja. Vielleicht besteht die Möglichkeit, aber es ist nicht sicher. Angenommen, der Mörder ist ein Freund von ihr gewesen.
Angenommen, der Mörder in diesem Fall ist ein Mann, der Zugang zu ihrer Wohnung hatte, der kommen und gehen konnte, wann er wollte. Und der den Brief schon im Voraus geschrieben hat, als sie mal nicht da war. Vielleicht. Mich würde interessieren, was Sie sonst noch so vermuten. Vielleicht erzählen Sie es mir bei Gelegenheit. Ich lege mich jetzt ein bisschen hin. Sie entschuldigen mich? Ja. Angenommen, Sie waren es. Ich habe leider nicht genau verstanden, was Sie gesagt haben, Inspektor. Angenommen, Sie waren es. Das heißt nicht, dass Sie es wirklich waren. Ich habe mir laut gedacht. Es geht entschieden zu weit. Das ist nichts als Theorie, aber ich würde Sie gerne mit Ihnen durchspielen, wenn Sie aber was dagegen... Aber natürlich tun Sie, was Sie nicht lassen können, Inspektor. Angenommen, ja, Sie stellen Ihr Auto in Mikes Werkstatt ab. Dann kommt Ihre Frau und bringt Sie hierher. Mein Wagen hat Sie wohl mehr beeindruckt, als ich dachte. Ja, besonders deshalb, weil Mike nichts gefunden hat, was kaputt war. Und die Werkstatt war ein wunderbarer Aufbewahrungsort, um zu beweisen, dass sie kein Auto hatten. Warum muss ich das beweisen? Weil sie es ohne Auto nie geschafft hätten, rechtzeitig in Miss Wells Apartment und wieder pünktlich zurück zu sein. Sie konnten kein Taxi nehmen, weil die alles aufschreiben. Es gibt keine Buslinie. Sie konnten sich keinen Wagen mieten, ohne den Führerschein vorzuzeigen. Aus ihrer Garderobe ungesehen raus und wieder reinzukommen, ist nicht allzu schwer. Sie kennen sich ja gut aus. Ich habe verstanden. Weiter. Dann sind sie zu Mikes Werkstatt gegangen. 3,5 Minuten. Ich hab's gestoppt. Sie sind irgendwie reingekommen durch ein offenes Fenster oder so, haben ihren Wagen rausgeholt, sind zu Miss Wells gefahren, haben sie umgebracht, das Auto zurückgestellt und sind zu Fuß hierher gekommen. Fertig? Ja. Ich finde Ihre Geschichte ziemlich konstruiert, besonders die Passage mit dem Auto. Ich meine, das überzeugt mich noch nicht ganz. Da haben Sie recht, es ist etwas dünn. Aber Sie haben etwas Wichtiges vergessen, und zwar den Kilometerstand. Wieso den Kilometerstand? Naja, wenn man seinen Wagen in die Werkstatt bringt, wird als erstes der Kilometerstand notiert. Als Ihr Auto aus der Reparatur kam, am Morgen nach dem Mord, zeigte der Tacho ganz exakt 12 Kilometer mehr als am Vortag. Sicher sind Sie die Strecke abgefahren, von Mikes Werkstatt bis zu Miss Wells Wohnung? Genau 6 Kilometer. Oh, ich denke, da könnten Sie auf etwas gestoßen sein, nur... Was ist, wenn einer von den Mechanikern mit dem Wagen herumgefahren ist, um den Motor zu testen? Daran kann sich niemand erinnern. Daran kann sich niemand erinnern? Nein, Sir. Ich habe wirklich ernsthafte Schwierigkeiten, mir diese fiktive Gerichtsverhandlung vorzustellen. Ich meine, es gibt keine Beweise, außer den Aussagen irgendwelcher Mechaniker. Ich glaube, Sie haben keine großen Chancen mit Ihrer Theorie. Ich war es nicht. Ich habe sie nicht ermordet. Und es sieht mir sehr danach aus, dass der frühe Tod von Miss Wells offiziell als Selbstmord abgeschlossen wird. Danke, dass Sie mir Ihre Zeit geopfert haben, Sir. Das war doch selbstverständlich. Vielen Dank. Ich darf meine Zigarre nicht vergessen. Wiedersehen. Ah, Sir, nur noch eine Kleinigkeit. Ich weiß, Sie sind anderer Meinung, aber ich habe meine Vorgesetzten davon überzeugt, dass Jennifer Wells ermordet wurde und nicht Selbstmord begangen hat. Sie haben mir offiziell den Fall übertragen. Entschuldigung, ich wollte nicht die Probe stören. Hey, sind Sie nicht Paul Rifkin? Ja. Kenne ich Sie? Ja, von dem Abend, als der Mord passierte. Ach ja, genau, der Bulle. Wie geht's Ihnen? Ganz gut. Hi, ich dachte, Sie sind bei den Philharmonikern. Da spiele ich beruflich und hier aus Spaß. Ich werde für beides bezahlt. Und das habe ich auch nötig. Die Band ist großartig. Ach ja? Ja, wirklich, hervorragend. Fantastisch. Also? Ich bin hier nur ganz zufällig. Ich habe mir nebenan ein paar Zigarren geholt. Es gab aber keine Streichhölzer mehr. Dann habe ich die Musik gehört und gedacht, ich krieg hier Feuer. Haben Sie Feuer? Ja, ich habe Feuer. Hey Jungs, wie wär's denn mal mit Loverman? Sie haben gelogen, Inspektor. Nebenan gibt es nur die Wäscherei. Früher war es ein Zigarrenladen. Sie sind kein Jazzfan. Ich weiß, dass Sie meinetwegen hergekommen sind. Was wollen Sie? An dem Abend neulich, da waren Sie ziemlich wütend. Vergessen Sie es. Das Leben geht weiter, stimmt's? Wissen Sie, dass sämtliche Experten von der Selbstmordtheorie überzeugt sind?
Wenn das so ist, was wollen Sie denn hier? Sie glauben nicht daran. Sie denken, es war Mord. Sie sind der Polizist. Finden Sie es raus. Das versuche ich ja gerade. Ich bin hergekommen, weil ich Hilfe brauche. Hören Sie zu, ich weiß, was Sie gesagt haben. Ich war da in der Nacht. Ich weiß genau, Sie haben zu Mr. Benedict gesagt, Miss Wells hätte sich niemals umgebracht. Niemals. Genau das haben Sie gesagt. Ja, ich stand unter Schock. Das heißt, Sie beide haben sich gut gekannt. Oh, ich kann mir vorstellen, wie sich bei Ihnen jetzt viele kleine Rädchen drehen. Ja. Wir hatten eine kleine Affäre. Sie hat sie beendet. Ich war deshalb nicht am Boden zerstört. Wir sind gute Freunde geblieben. Warum hat sie Schluss gemacht? Sie hat nur gesagt, es würde einen bedeutenden neuen Mann geben. Bedeutend? Was hat sie wohl damit gemeint? Meinte sie bedeutend, weil er ihr so viel bedeutet hat, oder bedeutend im Sinne von prominent? Wenn er nicht mehr. Das sind nichts als Wortspielereien, Inspektor. Hören Sie auf damit. Aber wenn Sie denken, dieser Mann hat vielleicht damit zu tun. Ich denke überhaupt nichts. Ich habe unter Schock gestanden. War's das? Danke für Ihre Mühe. Sie wissen nicht zufällig, wie der Mann heißt. Ich habe Sie nie gefragt. Sicher. Warum sollte man sich dafür interessieren, wer einem die Freundin ausgespannt hat? Hallo. Kann ich Ihnen helfen? Ich bin von der Polizei, Ma'am. Inspektor Collard. Also, ich bin Mrs. Benedict. Guten Tag, Ma'am. Nett, Sie kennenzulernen. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz mit Ihrem Mann sprechen. Das Mädchen hat mir erlaubt, hier zu warten. Ich hoffe, das stört Sie nicht. Nein, natürlich nicht. Sehr freundlich von Ihnen. Dieses Anwesen ist wundervoll. Vielen Dank. Es gefällt uns auch. Ganz bezaubernd. Macht es viel Arbeit? Ja, mein Gärtner, wissen Sie, aber ich kümmere mich um die Blumen so oft ich kann. Bildschön. Sind das etwa Nelken? Ja, genau. Sie heißen Dianthus coriophyllus. Das ist Ihr botanischer Name. Eine ganz besondere Art von Nelken. Sie sind etwas kleiner und buschiger. Etwas anders als die, die man im Laden bekommt. Die wären was fürs Knopfloch. Ja, ich züchte sie speziell für Alex. Er trägt gern eine Schmuckblume, wenn er dirigiert. Sie trinken einen Eistee? Oh, nein, danke. Sehr freundlich. Sind Sie sicher? Absolut. Haben Sie etwas dagegen, Mr. Columbo, wenn ich Sie frage, was Sie mit meinem Mann besprechen wollen? Also, ich wollte... vielleicht nehme ich doch einen Eistee. Gerne. Tja, ich wollte eigentlich nur mit Ihrem Mann noch mal über Miss Wells reden. Ich spreche mit allen Leuten, die Sie näher gekannt haben. Oh, es tut mir leid, aber ich denke nicht, dass Alex Sie besser gekannt hat als einen von seinen anderen Musikern. Oh nein, so habe ich das nicht gemeint, Ma'am. Ich denke mir nur, wenn zwei Leute so lange zusammenarbeiten. Außerdem haben wir eine neue Entwicklung in dem Fall. Vielleicht kann mir Ihr Mann helfen. Was für ein Fall? Wovon reden Sie? Von Miss Wells. Wir denken, dass sie ermordet wurde. Ermordet? Ja, es deutet viel darauf hin. Ich habe gerade erst erfahren, dass sie eine Affäre mit jemandem gehabt hat, der... Oh, ich bin wirklich nicht daran interessiert, das alles zu hören. Und Alex wird Ihnen dabei auch nicht helfen können. Warum sagen Sie das, Ma'am? Weil Alex aus Prinzip schon immer das Berufliche vom Privatleben getrennt hat. Sind Sie da ganz sicher? Natürlich. Was wollen Sie ihm unterstellen? Ich wollte ihm nichts unterstellen. Ich habe mich nur gefragt, woher Sie wissen wollen, was er tut und was nicht. Ich bin wirklich nicht daran interessiert, mit Ihnen über dieses Thema zu reden. Entschuldigen Sie mich. Liebling, was ist denn? Dieser Gentleman möchte sich mit dir unterhalten. Da habe ich wohl ganz schön was angerichtet. Das war wirklich nicht meine Absicht. Ich fürchte, ich habe Ihre ständigen Belästigungen langsam satt, Inspektor. Ganz furchtbar, Leid. Ich sollte besser gehen. Ich sage Ihnen, was passiert ist. Miss Wells hatte eine Affäre mit jemandem, den wir nicht kennen. Und ich bin hergekommen, weil ich dachte, Sie wüssten etwas darüber. Ich hätte Ihrer Frau das nicht erzählen dürfen. Sagen Sie ihr, wie leid es mir tut. Sie war ziemlich verärgert. Hallo, Audrey. Hallo. Weißt du mal, wer ich bin? Na klar, Sie sind der Mann mit dem Hund. Hat er endlich einen Namen? Nein, aber ich denke täglich darüber nach. Hör zu. Ich muss dir was gestehen. Du hast mich sehr beeindruckt. Meinen Sie körperlich oder geistig? Ich glaube, es ist beides. Nein, jetzt mal ernsthaft, Audrey. Hör mir zu. Was ich sagen wollte, ist, dass du für ein junges Mädchen einen ziemlich scharfen Verstand besitzt. Ein typisch männliches, chauvinistisches Kompliment. Ist das wirklich wahr? Dann bitte ich um Entschuldigung. Es tut mir leid. Mit Schmeicheleien kommen Sie nicht weiter. Das führt zu nichts. Also, was wollen Sie wissen? Es geht um Jennifer, habe ich recht? Deswegen bin ich hier, ja. Na gut, fragen Sie. Wenn ich antworten will, dann tue ich's. Wenn nicht, lasse ich's. In Ordnung, das ist fair. Dann stelle ich jetzt die Fragen.
Warst du öfter in der Wohnung von Miss Wells? Sicher. Sie hat mir beigebracht, mit Männern umzugehen. Hast du viele von ihren Freunden kennengelernt? Nein, nicht direkt. Immer wenn er kam, hat mich Jennifer weggeschickt. Wer ist er? Der Mann in dem Smoking. Einen Moment, Audrey, warte mal eine Sekunde. Der Mann im Smoking, war der oft bei ihr? Ja. Ich habe auch gesehen, wie er aus der Wohnung gekommen ist am Tag, als... Sie wissen schon. Weißt du seinen Namen? Nein. Würdest du ihn wiedererkennen, wenn du ihn siehst? Ich bin doch nicht blöd. Das war's. Vielen Dank, meine Herren. Jimmy, was hältst du davon? Wunderbar, genauso brauchen wir es. Sollen wir eine aufnehmen? Ich muss noch kurz mit Paul sprechen. Eine Sekunde bitte, meine Herren. Paul, ich muss dir was zeigen. Wenn dein Einsatz kommt, da-da-da-da-bam-bam! Ja, ich Mr. Benedict, weiß, was du meinst. Du musst gefällt einfach dir daran. Dynamischer Mr. Benedict, verstehst du? Ja. Entschuldigen Sie. Ja, dann lass es uns noch mal probieren. Inspektor, was zu viel ist, ist zu viel. Tut mir leid. Es ist mir sehr unangenehm, Ihre Probe was zu unterbrechen. Was zu viel ist, ist zu viel. Es ist wirklich sehr wichtig. Dann erklären Sie bitte dem Orchester, was Sie für so wichtig halten. Sehen Sie diese junge Dame? Es geht um den Abend, als Miss Wells ermordet wurde. Audrey war eine gute Freundin von ihr. Sie wohnt in der Nachbarschaft. Sie hat einen Mann gesehen, der aus der Wohnung kam. Er trug einen Smoking. Also, Audrey. Ist dieser Mann jetzt hier? Sicher. Würdest du ihn mir zeigen? Der war's. Ich habe Jennifer nicht umgebracht. Das hätte ich niemals getan. Sie haben einen einflussreichen Freund und Verteidiger, Mr. Rifkin. Alex Benedict hat sich sehr für Sie eingesetzt. Sehr freundlich, aber das wäre nicht nötig gewesen. Er hat unser Mitgefühl gewonnen, denn wir wissen jetzt von Ihrer unglücklichen Vergangenheit. Einschließlich der Schwierigkeiten, von gewissen Leuten loszukommen. Was für Leute? Es scheint mir, als hätten Sie früher einen merkwürdigen Freundeskreis gehabt. Einige von Ihnen sind mit ein paar Gramm Haschisch aufgeflogen. Na und? Zwei Ihrer ehrenwerten Vorstandsmitglieder haben gerade die Steuerfahndung auf dem Hals. Ich habe kein Verständnis für Ihren Humor. Ich rauche auch manchmal Gras. Genauso wie Sie manchmal Gin trinken. Haben Sie damals keinen Gin getrunken? Während der Prohibition, als es verboten war? Sie können sich diese Anspielung auf mein Alter sparen. Wenn Sie versuchen wollen, mich für sich zu gewinnen, dann ist das garantiert der falsche Weg. Ich versuche niemanden für mich zu gewinnen. Ich will nur nicht für etwas verurteilt werden, was ich nicht getan habe. Aber es ist offensichtlich, dass Sie ein Talent für Schwierigkeiten haben. Immerhin waren Sie im Gefängnis, weil Sie vorsätzlich eine Frau verletzt haben. Mr. Benedict scheint mich ja wirklich gut verteidigt zu haben. Ja, ich habe diese Dame geschlagen. Und zwar mitten ins Gesicht. Sie hat versucht, mir im Schlaf die Brieftasche zu stehlen. Ich bin aufgewacht und habe sofort zugeschlagen. Es war nichts weiter als ein Reflex. Niemand hat mir geglaubt. Ich bin nicht an diesen Einzelheiten interessiert. Und ich verurteile sie auch nicht. Ich habe sie geliebt! Es tut mir leid, Mrs. Fielding. Ich habe wohl etwas die Kontrolle verloren. Ich gebe es zu, ich bin da gewesen. Am Tag, als es passiert ist, das habe ich auch bereits dem Inspektor gesagt. Jennifer war, ich meine, sie war alles für mich. Aber ihre Gefühle waren wohl nicht so stark. Sie müssen mir das alles wirklich nicht erzählen. Doch, das werde ich. Und auch der Inspektor soll es Ihnen sagen. Vor 3 Monaten hat Jennifer einen anderen Mann kennengelernt. Sie verliebte sich und das hat mich kaputt gemacht. Trotzdem, ich konnte nicht von ihr loskommen. Und sie hat es zugelassen, immer zwischen ihren Treffen mit ihm. Ich war oft dort, aber jedes Mal, wenn er kam, musste ich verschwinden. Sie wollte mir nicht sagen, wer es ist. Es sollte ein Geheimnis bleiben. Ich war auch an dem bewussten Abend da. Ich habe geklingelt, niemand hat geöffnet. Und das ist alles, was ich sagen kann. Es ist die Wahrheit. Der Inspektor glaubt mir. Sagen Sie es ihm. Das stimmt, ich glaube nicht, dass er es getan hat. Sie denken, es war der andere Mann? Vielleicht, Ma'am, die Möglichkeit besteht. Es ist mir unbegreiflich, warum Sie das verschwiegen haben. Warum sind Sie nicht früher zu mir gekommen? Weil ich dachte, ich würde meinen Job verlieren. Niemand hätte mir die Chance gegeben, irgendetwas zu erklären. Mr. Rifkin, ich mache mir Sorgen um mein Orchester. Ich habe 25 Jahre gebraucht, um das Orchester aufzubauen. Ich habe überall um Geld gebettelt, damit ich die Philharmonische Gesellschaft gründen konnte. Neben meiner Tochter ist sie wie ein Kind für mich. Und jeder, der versucht, meinen Kindern Schaden zuzufügen, ist draußen. Gefeuert. Ohne Ausnahme. Unter Berücksichtigung der Umstände habe ich mich jedoch entschlossen, Sie vorerst nicht zu entlassen, Mr. Rifkin. Aber so lange, bis der Fall geklärt ist, sind Sie vom Dienst suspendiert. Bei vollem Gehalt, versteht sich. Vielen Dank. Danke, Mrs. Fielding. Und jetzt gehen Sie bitte brav nach Hause, Mr. Rifkin. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Inspektor. Inspektor Columbo, sind Sie noch da?
Möchten Sie etwas trinken? Ist das wahr? Jeder kann entlassen werden? Ja, ohne Ausnahme. Möchten Sie etwas trinken? Auch der Maestro? Sind Sie sicher? Sie meinen Alex? Ja. Vor allen Dingen, Alex. Ich würde gern was trinken. Das ist die Plakette für die Tollwutimpfung. Jetzt fehlt ihm nur noch die andere Marke. Die für die Hundesteuer. Danke, Doc. Hundesteuer? Daran habe ich gar nicht gedacht. Das sollten Sie aber. Ohne Marke wird er eingesperrt. Na gut. Also, dann komm mit, Hund. Ist Ihnen ein Name eingefallen? Nein, ich habe gedacht, ich gebe ihm einen Namen, der zu seinem Verhalten passt. Aber alles, was er tut, ist schlafen und sabbern. Dieser Hund braucht einen würdevollen Namen. Das hilft ihm wieder auf die Beine. Wie wär's mit Klaps oder Mamfi? Sagen Sie, ist das nicht? Es kommt mir so vor, als hätte ich das schon mal gesehen. Ja. Das Konzert von der letzten Woche? Ja. Der Kulturkanal bringt jeden Samstag ein Konzert als Wiederholung. Das war der Abend, an dem Jennifer Wells spielen sollte. Haben Sie von dem Fall gehört? Es existiert ein Band. Das Konzert ist auf Band. Daran habe ich nie gedacht. So ungefähr. Aber diesmal hätte ich gern einen Aufstrich auf der 4. In Takt 29. Und etwas mehr Crescendo, wenn ich bitten darf. Also, meine Damen und Herren, das Ganze von vorn. Quasi una fantasia. Entschuldigen Sie vielmals. Was bedeutet das, was er da gesagt hat? Das heißt so ähnlich wie eine Fantasie. Ah, danke vielmals. Ich denke, wir lassen das für heute. Offensichtlich ist Ihnen nicht sonderlich nach Arbeit zumute. Wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank. Gehen wir, Liebling? Maestro, es tut mir leid, dass ich Sie schon wieder belästige, aber ich denke, dass Sie diese Sache interessiert wird. Mr. Columbo, was es auch ist, gehen Sie davon aus, ich interessiere mich nicht dafür. Wir gehen nur kurz in die Regiebox. Es dauert wirklich nur 2 Minuten und die ganze Sache klärt sich auf. Ich verspreche Ihnen, es ist das letzte Mal, dass ich Sie belästige. Sind Sie sicher? Ja, Ma'am, absolut sicher. Alex? Es tut mir leid, er will es nicht. Bitte. Dann lass uns die Sache ein für alle Mal beenden. Danke. Haben Sie vielen Dank. Hier entlang, bitte. Was soll das alles, Inspektor? Das ist ein Filmprojektor, Mrs. Benedict. Und das sind die Monitore für die Videowiedergabe. Setzen Sie sich doch hin, wo Sie wollen. Machen Sie sich's bequem. Möchten Sie etwas trinken? Kaffee oder was Kaltes? Inspektor, würden Sie bitte zur Sache kommen? Selbstverständlich. Sie tragen also immer eine Blume an Ihrem Revier, wenn Sie dirigieren. Eine Gartenblume Ihrer Frau, ist das richtig? Ja, natürlich. Frank, fahren Sie das Band an. Das ist das Eröffnungskonzert, habe ich recht? Offensichtlich. Stopp! Danke, Frank. Sagen Sie, wenn Sie immer eine Blume tragen, wo ist sie? Ich trage nicht immer eine Blume. Er hat sie sicher nur vergessen. Jennifer Wells ist nicht zum Konzert erschienen und Alex war deswegen sehr aufgebracht. Haben Sie nicht in Miss Wells Apartment eine Blume aufgehoben? Sie war Ihnen runtergefallen, unter den Flügel. Ich denke, da haben Sie sich getäuscht. Frank, machen Sie bitte das Licht aus. Frank, machen Sie es lieber wieder an. Wie funktioniert das Ding? Der Knopf ist rechts. Würden Sie das für mich tun? Sicher, Sir. Frank, machen Sie das Licht aus. Danke. Warum hat dies getan, Mr. Benedict? Es gibt nur eins, was ich dazu sagen kann. Die Musikwelt hat einen tragischen Verlust erlitten. Jennifer Wells war eine hochbegabte und sensible Künstlerin. Das ist alles. Frank! Da ist die Blume. Eindeutiger geht es nicht. Wo ist sie hergekommen? Ich weiß nicht. Was ist daran so wichtig? Bei der Konzertaufzeichnung haben Sie keine Blume getragen. Aber in dem Film kommen Sie aus der Wohnung von Miss Wells und tragen die Blume. Wo ist sie hergekommen? Ist das wirklich Ihr Ernst? Wollen Sie mir einen Mord anhängen, nur deswegen? Ja. Denn es gibt nur eine mögliche Erklärung.
Sie haben diese Blume in Miss Wallace Apartment gefunden. Und das bedeutet, dass Sie vorher schon mal da gewesen sind. Sie enttäuschen mich zutiefst, Columbo. Nach dem Konzert bin ich in meine Garderobe gegangen, habe mir die Blume angesteckt und bin gefahren. Janice hat jeden Tag frische Blumen mitgebracht, nicht wahr? Warum hätten Sie die Blume anstecken sollen? Warum hätten Sie das tun sollen nach dem Konzert? Ich weiß es nicht. Ich war durcheinander. Ich war verwirrt. Ich hatte gerade von Miss Wells Tod erfahren. Mrs. Benedict, erinnern Sie sich, dass es so gewesen ist? Hat sich Ihr Mann nach dem Konzert eine Blume angesteckt? Also gut, Liebling, sag sie. Nein. Er hatte keine Blume am Revier, als er weggefahren ist. Ich möchte dich eine Minute allein sprechen. Ich würde immer zu dir halten, Alex, egal was du getan hättest. Aber nicht beim Mord. Ich weiß, was du denkst. Aber glaub mir, ich liebe dich. Ich werde dich immer lieben. Das darfst du nie vergessen. Vergiss es nicht, Janice. Inspektor, kann ich Sie sprechen? Das war erniedrigend. Aber Sie sind ein großer Detektiv. Sie haben es von Anfang an geahnt. Oder sogar gewusst. Ich möchte gehen. Könnte mich irgendjemand... Sir, begleiten Sie bitte Mr. Benedict. Ja, Sir.